Sie ist eine der beliebtesten Metropolen Europas. Berühmt für ihre Grachten, ihren Hafen und vor allem für ihre Liberalität. Amsterdam ist aber auch eine Stadt mit einem großen Ziel. Sie möchte eine der grünsten Metropolen der Welt werden. DB Mobil hat sich in der aktuellen Ausgabe auf die Spuren der Öko-City Amsterdam begeben. Los geht es mit einem der neuen E-Scooter, den batteriebetriebenen Elektrorollern. Einfach aufspringen und losfahren. Die 100 grünen Roller flitzen erst seit ein paar Monaten durch Amsterdam. Für 2,50 Euro pro Fahrt inklusive Chauffeur sind sie nicht nur günstig, sondern auch gut für ein nachhaltiges Gewissen. Und mit einem Hopper ist unsere DB-Mobilredakteurin mit Sicherheit schneller am Ziel als mit dem Auto. Nachhaltigkeit bedeutet auf dem Nordermarkt vor allem harte Arbeit. Hier bieten nämlich Ökobauern aus der Umgebung ihre Produkte an. Der Markt ist in Amsterdam schon lange der Öko-Tipp für Bio-Fans. Viele der Leckereien an den Marktständen wurden nach ökologischen Maßstäben gepflanzt, gepflückt oder gefangen. Wer mag, kann direkt am Stand probieren. Bitte, Fräulein, gut kauen. Vorne biegen, einkippen, gut kauen. Lecker. Viele der Amsterdamer versuchen, ein ökologisches und nachhaltiges Leben zu führen. We had to go on our bike for 45 minutes. Wir kommen extra mit dem Fahrrad hierher. Das dauert 45 Minuten. Aber so verbinden wir Sport mit gutem Essen. And good food. Überhaupt herrschen die Fahrräder in Amsterdam. Über 550.000 soll es hier geben. Und das Fiets ist das klimafreundlichste aller Verkehrsmittel, mit dem die Amsterdamer etwa 37% der gefahrenen Strecken zurücklegen. Weder Sturm, Schnee noch Regen hält die Fahrradfahrer davon ab, in die Pedale zu treten. Bis 2040 will die Stadt nahezu abgasfrei sein. Ein weiter Weg. Aber die Reise hat begonnen.